Ja, am Wochenende werden vielerorts Holzstapel angezündet, denn es ist wieder Sonnwendfeier. Bei uns heute zu Gast Ortsheimatpfleger Vitus Lechner aus Bruckberg. Ja, Herr Lechner, ein heidnischer Brauch mit kirchlichem Segen. Wer hat gewonnen? Ja, das kann man nicht so einfach sagen. Aber die Verehrung der Sonne und das wiederkehrende Licht geht ja auf die Traditionen prähistorischer Zeit zurück. Ja, wir wissen auch den Brauch von den Kelten und von den Germanen, der weitergegeben wurde bis in die heutige Zeit. Ja, als die Christen kamen im 7. Jahrhundert, wollte man den heidnischen Brauch weghaben und hat man einfach die Johannesfeier dazu gemacht. Und dann ist es das Johannesfeuer geworden. Wer heute nun recht hat, weiß man nicht. Und glauben Sie, dass die Tradition heute überhaupt noch Zukunft hat? Ja, das ist die Frage. Für die meisten Leute, glaube ich, ist es egal. Die gehen auf den Feier, weil es schön ist, im Sommer draußen zu feiern. Aber was im Hintergrund ist, glaube ich, ist für die meisten eigentlich weniger interessant. Das mag so sein. Es ist ja zurzeit Fußball-WM. Was glauben Sie, wo geht es denn heißer her? Beim Johannesfeuer oder bei den WM Public Viewings? Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Fußball wird Sieger werden. Okay, dann vielen Dank, dass Sie da waren. Danke.